Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Overlord. Okay, ich habe meinen alten Spielstand wieder hergerichtet. Und ja, den schalten wir erstmal ein bisschen oder schieben wir erstmal ein bisschen weg. Und gehen gleich hier in das Menü. Und ja, ich habe meinen Spielstand wiederhergestellt und ich glaube bei der zerstörten Aufgabe, Moment, ich muss kurz überlegen, was ich überhaupt machen will. Ja, bei der zerstörten Aufnahme wollte ich eigentlich zu den Zwergen gehen, dessen Eingang zum Zwergenreich wir ja mit dem Tod von Oberon eröffnet haben, aber ich glaube, ich gehe dann lieber oder ich gucke mir erstmal an, was ich hier vor Aufgaben habe. Verdammt. Ich krieg's irgendwie nie auf die Reihe, mich wirklich richtig darum zu kümmern, wie die Aufgaben aufgerufen werden. Egal. Erstmal was anderes. Ihr könnt ja, oder ich könnt auch hier in den Lagern sehen. Ich habe ein bisschen aufgestockt. 500 grüne, 500 braune, dann 421 rote und 188 blaue. Die blauen sind nur 188, weil es relativ stressig ist, wirklich hier so alles zu farmen. Grün ging am einfachsten, braune war auch noch möglich. Und ja, jetzt wird zurück zum Turm. Nur rote und blaue stellten sich etwas komplizierter dar. Und ja, von daher sind das da etwas weniger. Okay, jetzt aber erstmal die Aufträge nochmal angucken. Aufträge. Okay. Ah ja, dieses Portal, wo wir das eh nochmal gestorben sind, glaube ich, bin ich noch nicht in diesen Spielstand gegangen. Das heißt, wenn wir da das erste Mal hingehen, werden wir nochmal uns die ganzen Gespräche nochmal anhören dürfen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also, ihr findet die Stadt der Muttergöttin, ja, kennen wir ja, gelangt durch die Kanalisation nach Himmelsspitzen. Das habe ich jetzt in dieser Aufnahme vor. Der Ausgang der Seuche, Eingang ins Zwergenland haben wir ja schon. Haben wir doch, oder? Ja doch, dürft mal. Und findet raus, wodurch eure Bauern weggelockt werden. Okay. Dann auf nach Himmelsspitzen. Himmelsspitzensumpf? Ja, komm. Geh mal dahin. Teleportieren. So, jetzt sind wir erstmal hier und was brauche ich denn eigentlich? Blaue brauche ich hier. Kann ich mal ein paar mitnehmen? Hier richtig? Ne, hier geht es in den blauen Nestern, da will ich hier gar nicht hin. Ich will ja eigentlich dahin, wo das Schloss steht. Steht er da drüben. Ah, genau. Da ist die Kanalisation und da drüben geht es auch noch weiter. Da fällt mir ein, hier im Außengebiet gibt es ja auch noch was zu erledigen. Ah. Machen wir da uns erstmal den Weg frei. Okay, die Kiste kann ich nicht zerstören. Ist hier noch was oder ist es eine sichtbare Mauer? Nein, ich kann hier durch. Ist ja Wahnsinn. War ich hier schon mal? Ich weiß nicht mehr, ob ich hier überhaupt schon mal war. Das Gebiet kann ich mich wirklich nicht erinnern, als ich es privat mal gespielt habe. Okay, laufen wir einfach mal hier weiter. Vielleicht kommen wir noch irgendwo an, wo es vielleicht noch einen Lebenscontainer gibt. Brauche ich
Runde. Wie könnte ich blaue holen? Holt mir das Gold! Schön. So, bleibt mal hier. Könnte ich die grüne holen? Tue ich mal gleich mal so ein paar grüne ablegen. Oh, das zieht ja schon Leben ab. Oh Gott. Ja, man soll das auch etwas koordiniert angehen, wenn man hier so Gift wegmachen will. Und nicht vielleicht alle drauf schicken. Okay. Was nützt mir das jetzt hier? Gar nichts, oder wie? Mal alleine vor. Zumindest soweit man überhaupt vorkommt. Okay. Anscheinend nicht allzu sehr. Ne, hier ist Sinn. Wozu brauche ich denn hier die Grünen? Das macht doch dann gar keinen Sinn. Ne, hier kann ich nicht mal lang. Da hinten scheint auch nicht wirklich was zu sein. Okay. Ich werde auch so ein paar blaue jetzt hier ablegen. So, 5 reichen. Dann immer noch 10 braune. So, haben wir noch Platz? Ja, dann immer noch ein paar grüne. So. Och, meine Schergen. So. Dann mal sehen, wo wir hier überhaupt gekommen sind. Das ist ein Traumobjekt. Zombies? Ihr wählt alle! Bin ich sogar, glaube ich, da, wo ich eigentlich hin wollte. Bloß mit dem kleinen Umweg halt. Kein Plan, wie ich jetzt zu meinem Portal komme, aber es werden mir die kleinen Geister jetzt hier gleich zeigen. Ah, wir laufen jetzt hier links. Zeigt mir den Weg, meine Schergen! Genau, hier zum Friedhof wollte ich eigentlich. Jetzt bin ich aber hier rüber dahin gekommen. Ich habe hier gleich sogar eine Abkürzung gemacht. Ist ja wunderbar. Ja, so kann man sich halt auch irgendwie Arbeit ersparen. Aber ich glaube, ich will da trotzdem lang. Ich will da sehen, was da ich so erwartet hätte. Gleich haben wir endlich genug Leben und nicht so laut. Ich kann froh sein, dass ich schon so viele Braune habe. Obwohl, Braune kann man nie genug haben. Wie ihr auch seht, habe ich mein Schwert so ein bisschen modifiziert. Hab da so ein paar Braune am Anfang geopfert. Da habe ich damals von meinen 300, glaube ich, 175 geopfert. Oder 275 geopfert für mein Schwert, damit es extra Schaden macht. War es auch, glaube ich, jetzt. So, alle da? Ja. Gut, dann gehen wir mal hier den normalen Weg entlang und nicht über die Wasserschnellen. Kann man das zerstören?
Nein. Schade. Tötet sie alle! Machen wir hier kurz alles nieder. Grabschänder ist doch ein schöner Beruf. Man kriegt Geld, hat nicht viel zu tun. Also man trifft auf relativ wenig Widerstand. Zumindest gefährlich. Da kann man nichts zerstören. Da kamen bloß die ganzen Zombies her. Hier ist auch nicht wirklich was. Ist hier irgendwas Bestimmtes drauf? Nö. Das ist bloß so komisch, weil das der einzigste Grabstein ist, der irgendwie den Gräbern so weit erhaben steht. Naja. Ist natürlich auch so ein schönes Easter Egg, wenn hier halt so die ganzen Gräber auch noch so Inschriften besäßen. Nehmen alles auseinander! Hallo? Blaue? Frische Sachen. So, alle wieder da. Wunderschön. Brennen der Erde. Das heißt, ich muss nochmal mit Broten herkommen und hier ist das Lebens... die Lebenssäule gewesen. Okay. Oh, ich sollte mal den Stärkenzauber ausmachen. Zieht nur unnötig Mana. Ach, verdammt. Okay. So viel hierzu. Da hätten wir das jetzt hier schon mal geklärt. Und ich sollte mir vielleicht noch ein paar Rote holen. Die Wolke zeigt uns den Weg. Die blauen werden ausgetauscht gegen ein paar rote. Ah, der Weg ist so weit. So, rote, also blaue erstmal weg. Zack. Und rot mit. So, 5 dürften reichen. Ist aber auch nicht, der Friedhof ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, er wirkt bedrohlich. Ich meine, ja, verbogene Gittertore, morsche Bäume, leere Gräber, ist ja nicht so furchteinflößend. Wir sollten eigentlich mal das Feuer ausmachen. Genau so meinte ich das. So, jetzt können wir kurz den Stein zur Seite schieben und mal sehen, was hier auf der brennenden Hochebene uns erwartet. Ah, wo sind sie denn? Rote, da sind sie.
Ulti mal kurz beseitigt. Hier das ganze Feuer wegmachen. Das nervt nämlich ein bisschen, wenn man hier so gegen alle kämpfen will. Nein! Gar nicht, was hier sein soll. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts wirklich Sehenswertes gesehen. Außer da hinten so ein rotes Nest und... Naja, ich brauche gerade keine roten. Außer na gut, einen, den ich gerade verloren hatte. Stopp! So, und jetzt ist das letzte Feuer ausmachen. Mal sehen, passiert irgendwas? Anscheinend nicht. Ah ja, ist sehr hilfreich, dass wir jetzt hier hinten lang sind, ne? Ich meine, wir haben jetzt ein rotes Portal, das hat man ja da oben nicht, ne? So, sinnloses Gebiet, abgehakt, erledigt. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwo lang könnte, runter ins Wasser, wo es dann noch weitergeht. Hat sich gelohnt, ne? Ich kann mal nicht sagen. Und naja, ein paar rote habe ich vielleicht noch bekommen, aber das war es dann auch schon. Da ist noch ein Lagerfeuer, das kann man auch mal anlassen. Stört ja keinen. Okay, gehen wir ins Schloss von Rauschingen. Oder besser gesagt durch die Kanalisation. Ja, dazu brauchen wir erstmal wieder ein paar blaue. Rote! Rote! So, rote, die Rin. Na, da rein. So, ich brauche ein bisschen mehr. Obwohl, warte mal, mir fällt gerade ein, ich kann ja sowieso nicht mit den Grün und Braun da lang, weil da eh Wasser davor ist. Das heißt, ich brauche sowieso nur die Blauen. Alle anderen erstmal in den Portalen parken. 25 blaue mitnehmen. Da kommen wir ja nicht rein, also müssen wir unten lang. Dass die Bauern hier schon wieder leben? Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Ja, das tut mir so leid. Nein, er ist fröhlich. Er darf nicht fröhlich sein. Leichentieren unser Weg. So, da ist die Kanalisation und da will ich rein. Zack, 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 zack. Und zieht meine Schergen. Okay. Oh, 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 shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich komme hier nicht durch. Ja, was ist das für eine Verarsche? Ich konnte ihm keinen Schaden machen, ich konnte da nicht weg. Was? Ich fühle mich gerade komplett verarscht, aber so richtig.
wenn man sich ein bisschen taktisch zurückzieht, was ist? Man wird tierisch in den Arsch getreten. Und kann nicht mehr dafür was. Das hat mich gerade 25 blaue gekostet. Ja, danke.